Kommen wir zum Fighter in der blauen Ecke, the blue corner. 39 Jahre ist der Jungbratze, gestern beim Wiegen 87,1 Kilogramm auf die Waage und misst 1,82 Meter. Er ist Profi seit 2007. Sein Kampfrekord, 39 Kämpfe, 36 Siege, 32 Mal gewann er durch K.O. aus Nürnberg, Rashad Karimov. And now, ladies and gentlemen, die rote Ecke. The red corner from Legacy Boxing. 37 Jahre ist der Jung, brachte gestern beim Wiegen 89,2 Kilogramm auf die Waage und misst 1,85 Meter. Er ist Profi seit 2008. Sein Kampfrekord, 32 Kämpfe, 28 Siege, 19 Mal gewann er durch K.O. He's the former WBC USA Heavyweight Champion and the reigning WBA Intercontinental Champion. Hailing from Cork, Ireland, by way of Grelo, de Avia, Cuba, from Legacy Boxing, the Rebel, Mike Perez. The referee in charge of the action is Dominik Kuhhaupt. Dominik Kuhhaupt, jetzt mit den letzten Instruktionen. Now, with the final instructions. Boxers, I expect a clean and fair fight. Listen to my commands all the time. Protect yourself all the time. When I say stop, no action. When I say break, one step back. Touch gloves, go back to court. Da wollten sie schon schneller weg, die beiden Boxer. Round one. Muss da sie noch mal kurz festhalten, dass sie sich das bis zum Ende anhören. Aber das ist ein gutes Zeichen, wenn die heiß sind und loslegen wollen. Haben wir nichts dagegen. Acht Runden stehen also hier auf dem Programm. Mike Perez. Ja, rote Ecke, natürlich der Favorit. Klasse Kampfrekord, klasse Boxer. Rechtsausleger und sein Gegner, Rashad Karimov aus Aserbaidschan, lebt mittlerweile in Nürnberg. Und das ist ein Boxer, Agit, den kennst du gut, Mike Perez. Ja, ist bei mir im Gym, ist mein Trainingspartner. Ne? Wir trainieren jetzt deswegen kennst du ihn gut, genau. Ja, wir trainieren jetzt seit 10 Wochen knapp zusammen. Mike hat sich komplett, also ich habe mich mit ihm vorbereitet. Ja, hat dann ja, schon mal. Einmal am Boden, schon mal gleich ein Knie genommen. Wir müssen schnell sprechen, glaube ich, ja, damit wir hier durchkommen. Neutral Corner muss er, gibt ihm noch ein bisschen mehr Zeit. Das ist auch ärgerlich, wenn gleich der erste Treffer die Wirkung hinterlässt. Ich glaube, du willst ein paar Runden, möchtest du gerne boxen, glaube ich, oder? Als Boxer. Ja, das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Ich glaube, die Körpersprache vom Gegner sagt einfach, beende schnell wie möglich. Ne? Ich bin kein Star, aber ich will hier raus. Ja. Mike ist natürlich ein Weltklasse-Mann. Ja. Ja. Das ist diese Schnelligkeit, diese Spritzigkeit. Dann sieht er natürlich auch noch aus, als ob er hauen kann. Kann es auch noch mit 19 K.O.-Siegen aus 28 Siegen. Das ist halt wirklich schon ein ordentlicher Klops, der da vor dir steht. Und du kannst dich nicht so sehr zurückhalten, als dass du den Gegner vielleicht dann doch vorzeitig bezwingst. Wir sind bei 6. Er steht so wackelig. Naja, schaffen wir die erste Runde. Oh, da wollte er. Na gut, immerhin. Oh. Und das war's dann. Tja. So schnell geht's, ne? Das ist ärgerlich, aber jetzt hat er sich selber zuzuschreiben, weil er diese eine gute Aktion hatte. Konnte Mike ja auch nicht anders, als zu sagen, gut, dann muss ich auch noch mal. Das ist immer sehr, sehr schwer für einen Boxer, wenn ein Gegner hingestellt wird, ja, der keine Lust hat zu boxen und der einfach nur sagt, ey, weißt du was, ich will schnell wie möglich hier raus. Ja, Problem ist immer, wenn du es auch als Zuschauer so ein bisschen schon das Gefühl hast, dass man das sieht, dass das so ist. Ich meine, es gibt schnelle K.O.-Siege und du sagst am Ende, wow, trotz allem war es ein guter Kampf, weil man gesehen hat, beide wollten es und dann kann das eben passieren. Das aber die Körperspannung, ja, denke ich mal. Es waren Schläge, die gut im Ziel waren, aber die jetzt auf den ersten Blick auch nicht die Härte gezeigt hätten, die ein Mike Perez zeigen kann. Gut getroffen. Mike ist auf jeden Fall aktuell der WBA-Rangliste Nummer 3. Und für ihn geht es jetzt schon wahrscheinlich gegen Eliminator, vielleicht direkt um die WM. Und das war, denke ich, ein Kampf einfach, um Step-In einfach denke ich, auch mitzunehmen. Aber man sieht halt hier dieser Treffer, das ist nicht mal voll durchgezogen, sag ich. Und es mag mehr wehtun, als man von außen sieht, aber es wirkt so, als ob er gedacht hat, komm. Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Das hat man sehr, sehr gut gesehen. Ja. Aber schade.
schade für die Zuschauer, weil ich denke, so Mike Perez, so einen Mann möchte man ein paar Runden wenigstens sehen. Ja, absolut. Aber man hat ja schon Eindruck bekommen, dass der was kann. Und davon hätte man natürlich gerne mehr gesehen. Aber so einen Gegner schickst du dann im Sparring eigentlich auch nach der Runde nach Hause und sagst, nee, so brauchen wir es nicht. Schade. Tja, bitter für Mike Perez, der alles richtig gemacht hat. Der hat seine Aufgabe gemacht. Der andere wollte nur nicht kämpfen. Er hat gesagt, weißt du was, ich werde getroffen und so schnell wie möglich nach Hause. Aber seine Bilanz war vielversprechend. Absolut, ja. 36 Siege, 3 Niederlagen. Ich meine, schaust du auf Papier und denkst, das müsste doch... Noch mal einen großen Applaus für beide Fighter. Ja, für einen Fighter, sagen wir mal. Applaus für einen Kämpfer. Wir haben einen Sieger durch TKO in Runde 1. We're gonna win by TKO in round da versteht man auch die Zuschauer, dass sie traurig sind. 39 Seconds, 1 Minute und 39 Sekunden. From Legacy Boxing, the Rebel, Mike Perez.